Wichtig ist es, dass wir im Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit besser zusammenarbeiten, die Informationen besser und systematischer austauschen. Wir müssen versuchen, vorzubeugen, gegen den Terrorismus kämpfen, und wir haben darüber hinaus von der finnischen Premierministerin gehört, wie wichtig es sei, auch weiterhin für die Sicherheit der kritischen Infrastruktur zu sorgen. Was das Thema Migration angeht, so haben wir einen kurzen Meinungsaustausch nur dazu geführt beim Europäischen Rat. Das ist ein Thema, das immer wieder auftaucht, auch in Zukunft weiter behandelt worden werden wird. Ein Punkt ist besprochen worden, das hat sich auch auf der Granada-Sitzung schon gezeigt. Es gibt einen Konsens um den Tisch herum, dass die Kooperation gestärkt werden muss mit Drittstaaten, einschließlich auch über möglichst vollständige Abkommen, die die verschiedensten Bereiche der Kooperation mit Drittstaaten ins Auge fassen würden, aber auch andere Themen. Zum Schluss haben wir heute noch verschiedenste Themen angesprochen, die die Außenbeziehungen der Union betreffen. Es ging einmal um die Lage auf dem westlichen Balkan, insbesondere um die Frage Normalisierung der Beziehungen zwischen Serbien und Kosovo. Wir bestätigen noch einmal unsere Entschlossenheit, diesen Normalisierungsprozess zu unterstützen. Gestern hat es zwei wichtige Sitzungen gegeben, das wissen Sie. Und was wir nach diesen Sitzungen festhalten, ist, dass von beiden Führungsspitzen gesagt wurde, sie wollen die vorliegenden Abkommen umsetzen, und wir appellieren an Sie, das tatsächlich auch zu tun, denn das ist der Weg hin zu einer Normalisierung der Beziehungen. Darüber hinaus hat es einen Meinungsaustausch gegeben über die Lage im südlichen Kaukasus. Auch hier sind wir fest entschlossen, weiter vorzugehen, als Mittler von Seiten der Europäischen Union aufzutreten, um zu einer solchen Normalisierung zwischen Aserbaidschan und Armenien beitragen zu können, ausgehend nämlich von den Prinzipien der gegenseitigen Anerkennung, der territorialen Unversehrtheit und der Souveränität. Wir haben da eine strategische Aussprache geführt, und wir haben eine deutliche Geschlossenheit des Europäischen Rates zu diesem Text gefunden. Sie werden das im Text der Schlussfolgerung wiederfinden. Im Übrigen auch die Sahelzone, die ebenfalls die Aufmerksamkeit des Europäischen Rates gefunden hat. Wir kommen noch einmal zum ersten Punkt zurück, der in der Reihenfolge heute Morgen behandelt wurde. Wirtschaft, die Wettbewerbsfähigkeit und der Euro-Gipfel. Ich möchte Christine Lagarde für die Teilnahme an unseren Arbeiten danken. Wir haben eine strategische Aussprache zur Wirtschaftslage geführt. Vier Punkte möchte ich besonders herausgreifen. Erster Punkt, wir sind alle fest entschlossen, die Wettbewerbsfähigkeit zu verstärken, nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig. Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union, und wir haben die Schlüsselthemen ausgemacht, die wichtig sind, um die Wettbewerbsfähigkeit zu schützen, zu verbessern und um bei diesem sehr deutlichen, wichtigen Thema voranzukommen. Wir stellen einen gewissen Arbeitskräftemangel fest, da müssen wir tätig werden. Dann haben wir das Thema der Regularisierung angesprochen. Wir brauchen Regularisierungen, die dafür Sorge tragen, dass die wirtschaftliche Entwicklung nicht gebremst wird. Wir brauchen eine Regularisierung, die wirklich die Wettbewerbsfähigkeit stärkt und unsere Wirtschaftsgrundlagen stärkt. Zweiter Punkt, auch im Zusammenhang mit der Wettbewerbsfähigkeit, die Energiefrage. Es sind deutliche Fortschritte seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine getätigt worden, aber verschiedenste Kollegen haben gesagt, wir stellen doch heute fest, dass wir nach wie vor Energiepreise haben, die zum Teil viermal über dem liegen, was die Praxis für unsere Konkurrenten ist. Und das hat natürlich seine Auswirkungen auch auf die kleinen und mittleren Unternehmen. Dann die Beschäftigung, das war ein wichtiges Thema. Und der vierte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, wie wichtig die Investitionen sind. Wir müssen mehr investieren, schneller investieren. Wenn wir uns die großen Regionen weltweit einmal anschauen, stellen wir fest, es gibt Regionen, in denen massiv investiert wird, schnell investiert wird, und wir sollten uns sehr für dieses Thema engagieren, was natürlich im Zusammenhang mit anderen Politiken zu sehen ist, zum Beispiel Mobilisierung der Mittel im europäischen Rahmen, aber auch im nationalen Rahmen. Unsere Industrie- und Energiepolitik bringen uns hier auf den richtigen Pfad. Sie sind vertraut mit den einzelnen Bestandteilen, Netto Null,
Industrie Act oder kritische Stoffe oder jetzt auch die Reform des Energie-, des Strommarktes. Das ist ganz wichtig, damit eben die Erneuerbaren mehr produziert werden und damit die Energiepreise runtergehen. Und ich freue mich, dass wir diese Woche im Rat eine Einigung gefunden haben. Jetzt können wir diese Reform auf den Weg bringen. Und dann gibt es die sogenannte STEP-Plattform für strategische Investitionen. Das ist Teil unseres Vorschlages zu einem revidierten Haushalt. STEP ist ein Fonds, den wir aufbauen wollen, damit mehr investiert wird in aufstrebende Technologien und Industrien. Und ich hoffe, dass diese Vorschläge bald angenommen werden, damit wir eben jetzt mit der wirtschaftlichen Zukunft beginnen können. Dann mein zweiter Punkt, etwas anders. Selbstverständlich sind Technologien von Bedeutung, aber genauso wichtig sind die Menschen. Man muss Menschen haben, die mit diesen Technologien arbeiten. Und darüber haben wir am Mittwochnachmittag auch diskutiert beim dreigliedrigen Gipfel. Was müssen wir hier vorsehen? Das Ganze entwickelt sich ja immer mehr zu einem Engpass für unsere Wirtschaft. Wir müssen uns befassen mit dem Arbeitsmarkt. Es mangelt an Arbeitskräften und erst recht an Fachkräften. Das heißt, wir müssen diese Mangelsituation angehen und wir müssen in das bestehende Potenzial investieren und die Lage verbessern. Wir haben eine rekordniedrige Arbeitslosigkeit, 6%. Aber wenn man sich die unterschiedlichen Aspekte und Segmente des Arbeitsmarktes anschaut, dann sehen wir, wir haben eine sehr viel höhere Jugendarbeitslosigkeit. Das ist also die erste Aufgabe. Die weibliche Beteiligung ist deutlich niedriger als die männliche Erwerbstätigkeit. Das heißt, wir müssen die entsprechende Infrastruktur schaffen, damit es eben eine Vereinbarkeit gibt von Beruf und Privat, das heißt Kinderbetreuung, aber eben auch in den Unternehmen müssen wir mehr ansetzen. Dann gibt es ein drittes Element, die älteren Beschäftigten. Dort gibt es auch noch ein brachliegendes Potenzial. Und der vierte Bereich, die legale Migration. 3,7 Millionen legale Migranten sind auf unseren Arbeitsmarkt geströmt. Das ist gut und wir brauchen mehr davon. Die Diskussion zur Migration bezieht sich auf diese 300.000 irregulären Migranten und später werde ich mich dazu noch äußern. Aber die legale Migration ist wichtig für unsere Länder und wir brauchen mehr davon. Dann abschließend mein dritter Punkt im Zusammenhang mit der Wettbewerbsfähigkeit. Natürlich müssen wir unsere Hausarbeiten in der Union selbst leisten. Aber wir müssen auch sicherstellen, dass es faire Wettbewerbsbedingungen weltweit für unsere Unternehmen gibt. Und in diesem Zusammenhang haben wir über den Inflation Reduction Act gesprochen. Die sofortigen ökonomischen Auswirkungen sind gering, aber wenn man sich die sektorspezifischen Auswirkungen anschaut, dann ist das schon spürbar. Das heißt, wir müssen auf dem Kiwi bleiben, insbesondere wo es jetzt darum geht, dass wir für den europäischen grünen Deal den gesamten Rechtsrahmen gezimmert haben. Aber jetzt geht es um die Umsetzungsphase. Und der Umsetzungspfad läuft über Leitlinien. Die Leitlinien stehen jetzt an. Und wir müssen sicherstellen, dass die Cleantech-Industrie einen Wettbewerbsvorteil in der Union besitzt. Und deswegen müssen wir ihnen jetzt unser Gehör schenken. Was ist für Sie entscheidend, wenn wir diese Gesetze umsetzen? Das sind die sogenannten Clean-Tech-Dialoge, die wir führen mit unserer Industrie. Das heißt, wir gehen Sektor für Sektor weiter, um zu sehen, wo wir unsere Industrie unterstützen können. Das ist viel Arbeit und das darf uns aber natürlich nicht abhalten von den unfairen Praktiken Chinas. Das ist auch Teil der Diskussion. Und abschließend möchte ich noch Folgendes dazu sagen. Ja, wir benötigen eine starke wirtschaftliche Grundlage für unsere zukünftige Wettbewerbsfähigkeit. Das ist eine Herausforderung. Aber was wir auch brauchen, sind steuerliche Regeln, die dem entsprechen. Denn solide öffentliche Finanzen bieten Raum für Investitionen. Das heißt, unsere neuen Regelvorschläge für die wirtschaftliche Steuerung müssen vorangetrieben werden. Und ich freue mich, dass der spanische Vorsitz
unermüdlich in diesem Bereich tätig ist. Am Ende der Diskussion hatten wir auch die Gelegenheit, Griechenland zu beglückwünschen. Sie haben außerordentliche Fortschritte in den letzten Jahren erzielt. Jetzt ist Griechenland wieder investitionswürdig und das ist ein Meilenstein. Wir zollen den Griechen und Griechinnen wirklich Respekt. Sie haben viel geleistet, aber sie können sich stolz zeigen. Sie waren sehr widerstandsfähig. Viel bleibt natürlich noch zu tun, aber ich bin mir sicher, Griechenland wird nachhaltig und inklusiv diesen Weg weitergehen. Damit wende ich mich jetzt zur Ukraine. Eines hat sich ganz klar gezeigt. Trotz der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten konzentrieren wir uns weiter auf die Unterstützung der Ukraine. Und deswegen begrüße ich auch, dass Sie gestern Präsident Zelensky gebeten haben. Er war zugeschaltet über Video. Wir benötigen natürlich die Munition, die Waffen, das wird weiter von uns geliefert, auch die finanzielle Entlastung. Vielleicht nur eine Zahl dazu. Insgesamt Team Europe hat fast 83 Milliarden Euro Unterstützung für die Ukraine vorgesehen. Jetzt geht es weiter. Nächster Schritt, Annahme dieser 50 Milliarden Ukraine-Fazilität. Denn die Ukraine benötigt verlässliche, vorhersehbare finanzielle Unterstützung. Selbstverständlich werden wir die Ukraine auch weiter unterstützen auf dem Weg hin zu einem Beitritt.